Und damit heiße ich euch herzlich willkommen zurück zu We Were Here Too mit Jan. Und Vikram. Yay. Wir sind den Lavamassen entkommen und sind jetzt dabei, ich glaube, noch mehr Lavamassen einzulassen. Ja, wahrscheinlich. Die Wassermanzenwanzen. Du wolltest mir beschreiben, wie diese Fenster aussehen. Ja, genau. Also drei Kirchenglasfenster. Ich fange mit dem ganz linken an. Wir sehen eine Frau, die offensichtlich tot ist. Und sie hat einen Zopf, der auf der rechten Seite ihres Körpers so liegt. Und sie liegt auf dem Rücken, hat die Augen zu, hat so rotbraune Haare und umklammert mit der rechten Hand einen blutigen Dolch. Hab ich. Darüber ist ein Ritter, der nach links guckt, einen Vollbart hat, einen rotbraunen. Und einen Helm hat, wo ein Bärenkopf drin verarbeitet ist. Oder Löwenkopf. Und das ist wichtig. Ist das ein Bären- oder Löwenkopf? Und obwohl, sind das immer Löwenköpfe? Ich würde immer Löwe sagen. Und ich hab einen, der hat einen Vollbart, der ihm bis zum Kragen geht. Und einen, der über den Kragen geht. Bis zum Kragen. Und die Zähne von dem Löwenkopf sind awkwardly über seinen Augen. Das stimmt. Und ganz oben in der Krone sind drei Tropfen von irgendwas. Und der hat aus irgendeinem Grund Zwiebeln auf der Schulter. Ja, richtig, genau. Und hat so, sieht eigentlich aus wie kleine Ösen im Helm, so, die so da runtergehen, wie so ein Kranz. Und steht vor einer Mauer und hat einen Heiligenschein. Du hast gesagt, das ist ganz links, ne? Ja. Ich kann die hier oben zusammenbauen. Ah. So, warte mal. Das geht's nicht los. Oh, das untere Teil muss man auch noch. Man baut okay, das untere Teil besteht aus drei Teilen anscheinend. Ja, das untere Teil, das Büsche. Und ein kleiner Springbrunnen in der Mitte. Vier Büsche mit jeweils vier Blüten. Und links und rechts so dickicht quasi. Auch zwei Büsche, die noch näher am Trachter sind. Und in der Mitte ein kleiner Springbrunnen mit einer Fontäne. Also so ein... Wie nennt man das? So ein Birdbath quasi. Ja. Ich probier's mal. Ist irgendwas passiert? Nö, bei mir nicht. Aber kann auch sein, dass wir erstmal alle drei Bilder richtig haben müssen. Das macht es natürlich umso leichter. Ich fange mit dem mittleren Bild an. Warte mal, ich habe gerade gesehen, ich habe hier noch ein Buch, das ich noch vorlesen möchte. Ich mal schnell dahin jumpe. Habe ich den Hebel eigentlich gedrückt? Ja, habe ich. Oh, hä? Was ist das denn? Das ist gar kein Buch, das scheint irgendeine Liste zu sein, irgendeine Inventarsliste? Es ist allerdings so geschnörkelt geschrieben, dass ich unmöglich lesen kann, was da drin eingetragen ist. Und dann unten rechts ganz groß in Blut. What have I done? Also hey. Wenig aufschlussreich. Das hat mal so gar nichts gemacht. Hast du gesagt, der Ritter guckt nach links? Ja. Vom ersten Bild, ne? Ja. Das muss der richtige sein. Und die Olle mit dem Zopf, mit dem Dolch. Genau. Er hat so ein Kleid an. Ein hässliches. Hey, don't judge. Sexist pig. Ist es ein Dolch oder ein Schwert? Ein Dolch. Es muss richtig sein. Okay, dann mach einfach mal weiter mit dem nächsten. Ja. Mittleres Bild. Die Tote. Ich weiß gar nicht, ob das eine Frau ist. Sieht aus, als ob die einen Vollbart hätte. Tote Person in der Mitte, im mittleren Teil, hat so einen Valkyrienhelm auf.
so Flügeln nach oben und unten, weißt du? Und das Wappen, das auf ihrer Schulterplatte und vorne auf dem Helm ist, zwei Kraniche, die aufeinander zugehen, symmetrische. Sie hat in der rechten Hand eine Armbrust, einen kleinen Bogen, an dem ein grünes Amulett hängt. Und ich glaube, ich habe es schon gefunden. Das ist das einzige Bild dieser Art mit einer Frau, die so einen Helm hat. Ja, und ihre Brust ist von drei Bolzen durchbohrt oder Pfeilen. Und es sieht so aus, als hätte sie einen Faulwurf Vollbart. Sieht das so aus? Ja, es sieht tatsächlich so aus. Das ist auch, glaube ich, gar keine Frau. Hey, Lady! Der untere Teil... Also, kann ich schon weitermachen? Oder? Ja, bitte. Der untere Teil hat Waffen, zwar ist der auch symmetrisch, achsensymmetrisch auf der mittleren Vertikalachse. Und hat zwei Speere, die da so rausgucken. Nee, gar nicht. Eine Hellebarde und einen Speer. Oder sowas. Und einen roten Schild mit einem Löwen und daneben ein Breitschwert, das im Boden steckt. Und links und rechts ein Baum. Das muss und das oben, hier sein. Oben auch so Äste. Ah, nein. Oh Gott, ich hab alles. Was ist das alles hier? Ja, okay. Und der König? Der König hat eine Krone auf. Nicht keinen Helm, sondern eine Krone. Dann muss ich nur wissen, ob der links oder rechts guckt. Er guckt nach links. Goatee und Kragen. Kette mit Kette mit Kreuz vorne, mit vier Seiten. Zwiebeln auf Schulterplatte. Und dann rechts. Warte, ich bin noch lange nicht so weit. Ich habe hier immer ziemlich lange Gehwege zwischen diesen blöden Fenstern. Gut. So, rechts fange ich mit dem Ritter an. Das ist nämlich genau derselbe Ritter wie vom ersten Bild. Nur, dass er nach rechts guckt und nicht nach links. Und er hat auch wieder den Vollbart nur bis zum Kragen und nicht drüber. Ja. Also wenn zumindest, ja. Ja, genau. Also man sieht den Kragen auch quasi. Ja. Ja. Dann muss theoretisch genau der sein, außer der mit so einem bitchigen Schild von wegen. Ja, auf dem einen ist eine Zwiebel mehr drauf. Und der ist ein bisschen rötlicher als der andere. Ja, ich glaube, das sieht bei mir nur so aus wegen des Lichts. Ja, doch. Ja, kann man sagen. So, die okay. Frau. Ja. Ist blond und hat Blumen im Haar. Guckt nach links oder rechts? Der Kopf ist nach links. Also, der Kopf zeigt nach links quasi, aber ist ein bisschen nach rechts gedreht. Also, so wie sie liegt, ist sie von den... Die Beine sind unten rechts und der Kopf ist unten oben links. Ja, genau, das meine ich. Ja. Okay. Sie hat einen Pfeil in der Brust? Einen Pfeil in der Brust. Einen Ring am linken Ringfinger, einen roten. Ein kleines Rinnsal Blut aus dem rechten Mundwinkel. Ja, ich glaube, das muss die sein. Dann habe ich die. Jetzt brauche ich noch unten. Ja, unten, warte. Unten ist ein Nadelwald. Wieder achsensymmetrich Y-Achse. Vier Bäume insgesamt. Beziehungsweise es könnte auch ein Laubwald sein. Links und rechts ein Baum und dann vier Bäume in der Mitte. Zwei Äste oben. Viel mehr kann man da echt nicht beschreiben. Berge im Hintergrund? Nein. Beziehungsweise sieht nicht so aus. Drei sanfte Hügel und dahinter so eine riesige graue Fläche. Ich finde, auf Farben kann man sich nicht so einwandfrei verlassen, weil Achso, aber du sagst, da ist auf jeden Fall was. Das sind Nadelbäume. Keine Laubbäume. Nee, versuch's mal mit den Laubbäumen. Das sind eher Laubbäume hier. Beim genaueren Betracht. Ja, sehen die, haben die so eine Form wie ein Tannenbaum? Also sind die so dreckig? Nee, die haben keine Tannenbaumform, sondern eher so eine Laubbaumform halt. Also langer Stamm, runde Krone. Also kurzer Stamm, runde Krone.
aber man sieht die Äste nicht. Also es sind nicht so Baumgerippe. Nein, man sieht die Äste nicht. Man sieht tatsächlich nur das Laub. Und es sind wie viele Bäume? Vier. Ja, genau. Und links und rechts Gestrüpp. Ja. Müsste es dies sein. Checkpoint reached. Das ging erstaunlich leicht. Win the battle in the name of Amber. Was? Adelaide. Win the battle? Win the battle in the name of Amber Adelaide. Also, bei mir ist jetzt... das schachbrettartige Feld ist belegt mit Steinen. Oh ja, bei mir auch. Und einem, zwei Wehrtürme, diverse Steine und ein Spielstein mit zwei gekreuzten Schwertern. Den ist der einzige, den ich bewegen kann. Ich kann ihn aktuell nach links, rechts oder vorne bewegen. Also bei mir sind noch vier Ritter dabei. Ja, dann ist wahrscheinlich, muss ich mich an den Rittern vorbeischmuggeln. Aber den Battle gewinnen. Was heißt denn das? Musst du einfach bis zum Ende kommen? Oder musst du die Türme kaputt machen? Amber Adelaide, weiß ich auch nicht. Ich hab halt, also, ich hab die beiden Türme, die siehst du auch, ne? Ja. Die sind quasi so, warte, einer ist ein Feld links. Und dann 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Felder nach vorne. Der andere ist zwei Felder rechts und dann 7 Felder nach vorne. Okay, du musst mir beschreiben, wo die Ritter sind wahrscheinlich. Bewege den einfach mal nach rechts. Ich möchte was gucken. Die bewegen sich nämlich nicht. Hab ich gemacht. Du könntest jetzt einfach die ganze Zeit stur nach vorne und würdest keinen davon treffen. So, bis zum Turm. Und dann... Ja. Und jetzt? Soll ich mal einen Turm angreifen einfach? Ja, mach mal. Ja, ich kann einfach in den Turm reingehen. Geh nochmal zwei nach vorne. Hä, wo bist du? Ach, in dem anderen Turm, oder was? Ja, ich bin jetzt zwischen den beiden Türmen. Geh mal nochmal nach vorne. Ja. Nochmal? Ja. Muss ich wohl einfach die vier Ritter finden? Vielleicht. Noch ein zurück. Ein nach rechts. Okay, der ist jetzt weg. Dann 1, 2, 3, 4 nach links. Dann 2 nach rechts, 3 zurück, 1 nach links, 3 nach rechts und 1 nach vorne. Okay, ich habe ein neues Wappen gekriegt. These bricks were built to collapse. Attack the towers. Attack the towers. Ja, soll ich jetzt einfach da hingehen? Warte. Geh nochmal zurück. Die bewegen sich in Tandem. Du musst die gleichzeitig erreichen quasi, weißt du? Ach so. Aber da muss nur zwei... Ach, du musst quasi einen in die Wand drücken und den anderen in den Reihen. Ich glaube auch. Geh mal mit dem hinteren einer rechts. Oh, nee, es geht nicht. Du kannst sie nicht in die Wand drücken. These bricks were built to collapse. Attack the towers. Wenn du die Türme ineinander laufen lässt? Du kannst einen nach vorne gehen. Und dann mit dem linken einen nach rechts. Ich kann nur eine Figur bewegen. So? Ja. Aber warum kannst du nur eine Figur bewegen? Ich habe nur einen einzigen Spielstein, mit dem ich interagieren kann. Wo steht der jetzt? Der steht jetzt rechts unten vor dem mittleren Stein. Vor dem mittleren unteren. Rechts unten vor dem mittleren? Pass mal auf, wir machen das mit Zählen, das ist Blödsinn. Also die Grundlinie unten ist die erste Linie. Ja? Und dann nach vorne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und nach
und so weiter und von links nach rechts A, B, C, D, E, F, G, H, ja? Ich stehe auf... Weißt du was, ich glaube, es macht keinen Unterschied, weil die stehen jetzt, glaube ich, beide perfekt. Du müsstest jetzt ein zurückgehen. Zwei nach rechts. Drei nach vorne. Kann ich nicht. Hier sind zwei Steine im Weg. Auf meinem Feld kannst du das. Geht nicht. Das, nur noch einen nach vorne kann ich. Also jetzt keinen mehr. Aber hä, bei mir geht das. Das verstehe ich jetzt nicht. Das kann ich ja auch nicht sagen. Janni Bunny 4000. Soll ich dir mal sagen, wo meine Steine sind? Willst du das mal irgendwie aufzeichnen oder sowas? Nee. ich glaube, ich weiß, was passiert ist. Weil du... Ich habe dich einmal nach rechts gehen lassen und da ist er bei mir quasi gegen eine Wand gelaufen und konnte sich nicht mehr bewegen. Und ich glaube, bei dir hat er sich bewegt, aber hier halt nicht. Und deswegen ist er jetzt bei mir immer um einen versetzt. Ach so. Bewegt ihn mal nach rechts. Dann müsste es wieder von vorne anfangen. Ja, in der Tat. So, und wo steht der jetzt? Make them der weaker. Steht jetzt... Storm the towers. Ja, storm the fucking towers. Was? 1, 2, 3, 4 von links. Ja, genau, auf dem vierten Feld von links. Auf der Grundlinie, ganz unten. Zwei vor mir ist ein Stein. Dann stimmt das überhaupt nicht mit dem überein, was ich sehe. Ja, dann musst du dir tatsächlich wahrscheinlich ein, das aufzeichnen. Vierte von links. Genau. Zwei ganz vor dir ist ein Stein, also steht der... Okay, ich stelle mich jetzt einfach mal dahin, wo der bei dir steht. Ja. Das heißt, wenn du jetzt einen nach links gehen würdest... Ja, was soll ich das machen? Ja. Dann hast du jetzt 1, 2, 3 freie Felder vor dir und dann kommt ein Stein. Ja. Und dahinter ist der Turm in einer Linie. Ja. Okay. Oh, das ist gar nicht leicht. Oh, warte. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Geh mal 3 nach vorne. Das ist vor mir und links von mir und rechts unter mir ein Stein. Ja, ich weiß. Ein nach rechts. Garantie gleichzeitig kriegen, aber nee. Scheiße, geht nicht. Nochmal zurück, nochmal zwei zurück. Kann ich nicht, hinter mir ist ein Stein. Nee. Ja, nee. Doch. Rechts hinter dir ist ein Stein. Nein, ich bin ja einen nach rechts gegangen. Achso, Entschuldigung, dann wieder einen nach links. Und dann nochmal zwei zurück? Dann nochmal zwei zurück. Du musst das Video so schneiden, dass das Splitscreen ist, ne? Wie soll ich das machen? Du nimmst deins doch nicht auf. Oh, fuck. You know? I can't see what you see. Stewie, I can't physically see what you are seeing. Ah, das ist schwer. Casually masturbating. Zwei nach rechts. Ein zurück.
nochmal zwei nach rechts. Fuck, geht auch nicht, jetzt stehst du wieder vorm Stein, ne? Ja, zwei vor mir, also ein freies Feld und dann kommt der Stein. Oh Gott. Nochmal ein nach links. Es geht alles nicht. Es geht alles nicht. Du Stinker! Mutter. Noch einen nach links. Zwei nach vorne. Ein nach rechts. Mal zwei nach vorne. Versuch einfach mal nochmal zwei nach vorne zu gehen. Und ein nach links. Ah, das habe ich mir gedacht. Du musst gleichzeitig, ja, die müssen zwei Abstand haben und ich habe das jetzt verbockt. Nee, warte. Ich habe mich jetzt natürlich zu viel bewegt und weiß jetzt nicht mehr, wo genau du stehst. Kannst du zwei nach links gehen? Ja. Kannst du einen nach vorne gehen? Ja. Dann stehe ich im linken Turm. Dann gehen noch einen nach rechts. Einen wieder zurück. Und zwei nach rechts. Ich bin so klug. Oh, ey, das musst du dir später angucken, wie ätzend das war. Okay, ja. Vor allem, ich sitze einfach nur hier und tue was, was du mir sagst. Was hat er gesagt? Ich habe nicht zugehört. Aber hier sind bei mir zwei kleine Tore aufgegangen, die aber zu nichts führen. Ah. Oh nein, warte, musst du das jetzt nochmal machen und die müssen da hinten rein? Ich habe nur einen neuen Spielstein, ja. Scheiße, ich habe nicht zugehört, was der Typ gesagt hat. Okay, war gerade Gigi, ja. Ich guck mal grade, was machen wir jetzt? Ich gucke mal gerade, ob so hier noch eine Tür aufgegangen ist und ich hier the fuck aus, raus kann. Nein. Nein. Ja, das wäre witzlos, wenn man das jetzt einfach nochmal machen muss, weil... Also bei mir sind genau zwei Felder hinter den Türmen sind zwei Türen aufgegangen. Ja, genau. Da sind bei mir auch zwei Türen, die waren nur vorher schon offen. Nee, die sind jetzt erst offen. Ja, bei mir, ich bin nur das Modell, also bei mir sind die... Wo stehst du jetzt? Wieder vor dem, da wo ich vorhin auch stand, auf dem vierten Feld von links, zwei vor dem linken unteren Stein. Gut. Also mittleren unteren Stein im Prinzip. Probieren wir es nochmal einfach genau wie gerade, einen nach vorne. Einen nach rechts. Moment, ich muss mal eben kurz das Licht anmachen. Ah, es war auch echt genug Bewegung vor heute. Oh, es ist hell. Einen nach vorne. Nochmal einen nach rechts. Dann drei nach vorne. Eine Sekunde, Wein eingießen. This is the life. Drei nach vorne. Zwei nach links. Ein nach vorne. Ein nach links. Ein nach vorne. Nein, warte, halt. Jetzt stehe ich im linken Turm.
wieder zurück, einen zurück. Ein nach rechts. Ein zurück. Ich glaube, ich wurde bambuselt. Warte mal. Kannst du zwei nach vorne? Ja. Dann stehe ich rechts neben dem linken Turm. Soll ich? Ja. Einen nach rechts. Ein zurück. Zwei nach rechts. Zwei nach vorne. Was? Wieso? Their defeat is near. Warum? Er sagt nur, their defeat is near. Ja, aber was habe ich falsch gemacht? Was habe ich gesagt? Oh Mann, ey. Egal, nochmal. Vorne, rechts, vorne. Rechts. Drei nach vorne. So. Ein nach rechts. Zwei nach vorne. Ein zurück. Ein nach links. Ein nach vorne. Ein nach links. Zwei nach vorne. Yes. Victory! Wait. This was a trap. My sons, what have I done? This was a trap? Are you even for real? Ladies and gentlemen, welcome to tonight's featured trial. Featured trial. Oh, wow, wow. Ganz okay, ruhig. Ich bin auf einer Empore. Ey, ich seh dich unten. Ich seh dich da unten. Hi. Oh, da ist schon wieder dieses... Da oben ist schon wieder dieses unheimliche Fuckvieh. Was war das? Oh, du kannst da rumrennen. Warte mal eben kurz. Eine Minute. Oh, 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 du darfst nicht in die Löcher fallen, warte. Was für Löcher? Diese ja, die hier? Siehst du nicht. Stopp, 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 stopp. Ja. Ich glaube, da darfst du nicht reinfallen. Fall mal in eins rein, um zu gucken. Wo bist du denn? Ich stehe oben auf der Empore hier. Gegenüber von diesem grünen Vieh. Hüpf mal. Hey, da bist du ja. Yay. Drück mal ganz schnell C. Yes. Okay. Also du musst... geh mal ganz in die Mitte, da ist ein X. Okay. So, jetzt rückwärts. Jetzt geradeaus. Und jetzt... boah. Sag einfach rechts oder links? Nach links. Aber ganz außen an der Wand lang. Nein, okay. Mal. Wie soll das denn gehen? Du kannst doch jetzt nur, ja, geh raus. Nach rechts. Geradeaus. Weiter, weiter. Ah, du darfst nicht auf den Löchern stehen bleiben. Okay, okay, okay. 18 sind ins Bett, ja. Ich glaube, wir haben nur sehr wenig Zeit und du musst mir von Anfang an sagen, so, du musst raus, rechts, links, rechts, zweite rechts und dann muss ich da durchsprinten. Ja, und du musst quasi, du darfst dich, wenn du rausgehst aus einer Wand, darfst du dich nicht, du darfst dich nicht drehen dann, weißt du? Können wir eben ganz kurz eine Sekunde Pause machen? Was meinst du denn mit, ich darf mich nicht drehen? Du darfst dich dann nicht direkt nach links oder rechts drehen, weil sich dann natürlich dein Verständnis von links oder rechts ändert. Ja, deswegen ist es wichtig, dass du mir das von vornherein sagst. Wir versuchen es aber jetzt mit Trial and Error. Warte mal eben. Ja.
Oh, ich kann wieder raus. Ciao. Tschüss, ihr Idiot. Oh, ich kann auch wieder raus. Ich gehe wieder Schach spielen. Alles andere ist bei mir aber auch noch zu. Ja, okay, wir müssen weitermachen. Deswegen zählt ab hier die Zeit auch noch nicht, ne? Ja, die Zeit zählt erst immer ab, wenn du in der Mitte bist. Wenn ich hier jetzt rausgehe. Also pass mal auf. Ach so, ja, pass mal auf. Du stehst jetzt ja genau Richtung Ausgang. Warte mal eben. Wenn du jetzt gleich rausgehst, drehst du dich direkt nach links und läufst. Und los. Nee, du musst mir schon sagen, wie es dann weitergeht. Ich kann dann nicht mittendrin stehen bleiben. Raus, drehst dich direkt nach links. Aber im nächsten Ausgang drehst dich wieder direkt nach links und läufst bis zum nächsten Loch. Die Löcher siehst du ja nicht, ne? Und läufst geradeaus, als wenn du in eine Sackgasse reinläufst. Also raus, links, nächste wieder links, geradeaus in die Sackgasse. Und los. Links, ja genau. Da jetzt hier, nächste links, genau, und geradeaus in die Sackgasse, ja. So, jetzt haben sich die Dings geändert, jetzt warten wir bitte eben. Ich muss ja eben sehen, wo das nächste Kreuz ist. Hier ist das Kreuz nicht. Aber das ist jetzt Bullshit so, weil ich kann das Kreuz jetzt nicht, das nächste leuchtende Kreuz jetzt nicht sehen, weil die Mauern zu hoch sind. Kreuz hat vorher nicht geleuchtet, deswegen ist es jetzt nicht mein Fehler. Ach so, ich kann von oben gucken. Okay. Warte. What? Gleich nach links. Also wenn ich jetzt in die Richtung gucke. Ja, genau. So, jetzt läufst du gerade genau da und du läufst jetzt quasi eine große Rechtskurve, bis du an eine Mauer kommst, dann drehst du dich links rein, dann wieder links und dann rechts. Also versuch immer auf dem äußeren Kreis zu bleiben, quasi. Immer versuchen auf dem äußeren Kreis zu bleiben und zwar im Uhrzeigersinn. Du musst nur um eine Wand einmal rumlaufen. Okay? Okay. Go. 1, 2, 3, go. Weiter. Schnell weiter. Weiter. So, um diese Wand, die du jetzt siehst, einmal rum. Und geradeaus. Ja, so, warte. Du läufst um die Wand, vor der du jetzt stehst, auch rum. In die Richtung hier. Ja, genau. So, Linkskurve, dann wieder Linkskurve. Also quasi, dreh dich mal nach links. Um die Wand läufst du quasi einmal rum, in die Richtung, die du jetzt bist. Ja. Zur nächsten Wand kommst, vor der drehst du dich nach rechts, läufst geradeaus, läufst dann wieder nach links. Boah, warte mal eben, ne. Muss erst mal selber gucken, wo es überhaupt der Weg ist. Ach doch, läufst dann wieder nach links, dann wieder nach rechts, dann wieder links, dann wieder links, dann wieder links, dann wieder rechts, dann wieder links und dann geradeaus, dann rechts. Fuck off. Also du läufst jetzt um diese Wand rum. Ja. Du läufst weiter deine große Rechtskurve, bis du nicht mehr kannst, bis du an eine Wand kommst. Dann drehst du dich nach rechts und bleibst geradeaus. Dann wieder nach links. Läufst wieder geradeaus. Dann nach rechts. Geradeaus. Nach links. Dann wieder nach was, links. Gehe ich einfach durch die Mitte in so einer Zickzackkurve oder was? Du schreibst jetzt erstmal weiter, ein bisschen weiter deine Linkskurve und dann bewegst du dich in der Zickzackkurve in die Mitte. Dann ein bisschen nach oben links und dann wieder zurück. Pass mal auf, wir machen das jetzt. Dreh dich mal nach rechts. Du machst immer nur 90 Grad Drehung, ja? Ja. Geradeaus. Links. Links. Schneller. Rechts. 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 Links. Links. Nein. Links. Ah, genau. Links. Rechts. Geradeaus. Scheiße. Ficken. Du hast rechts gesagt. Nee, das war einfach schlecht kommuniziert, aber pass auf, also du, wenn du rausläufst, fängst du an, eine große Linkskurve zu laufen, bis du vor eine Wand kommst. Ja. Dann machst du eine Rechtskurve, also dann läufst du eine Ebene weiter nach rechts, nach außen und läufst deine Linkskurve weiter, ja? Links, Mauer, rechts, Außenkurve, am Ende links. Genau, also versuch's einfach mal. Links, weiter, kommst an eine Mauer, rechts drehen und wieder links, weiter, genau, weiter. Ja, stopp.
So, ach du Scheiße, ist das weit. Okay, pass auf. Dreh dich genau nach da. Ja. So, du läufst jetzt an der Außenwand lang und dann eine komplette riesen Linkskurve. Bis du an der Mauer kommst, das ist derselbe Weg eigentlich. Bis du an der Mauer kommst und die läufst du einmal rum und dann wieder geradeaus. Wie gerade auch beim zweiten Mal. Okay. Los, große Linkskurve, weiter, 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 immer weiter, 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 schneller. Du siehst eine Mauer und die läufst du rum und weiter deine große Linkskurve. Ja, super. So, jetzt. Ist das immer derselbe Weg? Ja, anscheinend. Also jetzt. Noch. Also jetzt ist es wieder so, du läufst an der, um die Mauer, die du jetzt siehst. Ja. Oder die du jetzt guckst, läufst du rum. Du läufst deine Linkskurve weiter. Dann läufst du auf die innere Ebene, läufst auf die Mitte zu. Dann drehst du dich nach links. Läufst wieder nach außen, bis du ganz außen bist. Dann machst du eine Rechtskurve und dann läufst du strack wieder rechts auf die Mitte zu. Dann drehst du dich nochmal nach rechts. Also jetzt erstmal an der Mauer vorbei. Linkskurve, rechts nach innen laufen, nach außen laufen, wieder nach innen laufen. Ich kann das nicht viel genauer beschreiben. Das musst du mit Ansage machen. Ja, ja, also pass auf, geradeaus. Ich renne jetzt also los. Genau, hier rum, genau, weiter, weiter, rechts. Hier rechts? Nach innen, ja, links, nach außen, genau, da rum, rechts, geradeaus und jetzt nach innen, ja, rechts. Boah, das war so knapp, ja, du hast es geschafft. Yay! So, warte. Leck mich. Okay. Das schaffen wir nicht. Also, pass auf. Du stehst ja jetzt vor dem inneren Kreis, ne? Mhm. Du läufst jetzt gleich in den inneren Kreis und zum einzigen Ausgang, der da ist, wieder raus. Mhm. Dann läufst du geradeaus. Du siehst direkt dann den nächsten Freiraum. Da läufst du rein. Dann läufst du nach links und dann machst du eine Rechtskurve und dann einen U-Turn und machst eine riesen Linkskurve. Riesig. Dann läufst du wieder nach innen. Dann läufst du gegen den Uhrzeigersinn weiter nach innen und dann bist du da. Also pass auf. Ich sag's nochmal jetzt bis zur großen Linkskurve. Warte, wie ich's mir gemerkt habe, ich laufe hier vorne rechts. Da kann ich sowieso nur in eine Richtung laufen, ja. Nehme mir den einzigen Ausgang, gehe geradeaus. Da ist, scheint irgendein Raum zu sein, wo ich mich links halte. Ja. Da mache ich einen U-Turn rechts. Genau, und dann ist die große Linkskurve. Genau. Fast immer um die Uhr. Und dann läufst du rechts und dann läufst du gegen den Uhrzeigersinn den Korridor entlang. Dann ist nur noch ein Korridor da. So schwer ist das nicht. Okay. Also, los. Und das Stress. Durch, links. Und jetzt den U-Turn nach rechts. Super, und jetzt lauf weiter, immer weiter. Sag mir, was als nächstes kommt. Gleich, jetzt musst du dich nach rechts halten. Wieder einen U-Turn machen. U-Turn nach rechts. So, jetzt den Weg folgen, einfach den Weg folgen. Ja, du hast es. Ach, das war so schwer nicht. Es geht immer noch weiter? Ja. Okay. Also du läufst jetzt, dreh dich mal nach unten. Dreh dich mal nach rechts, nochmal nach rechts, in die Richtung läufst du los. Dann machst du wieder eine riesen Linkskurve, ganz außen lang. Okay, also dann hier die erste links. Ach ne, entschuldige bitte, eine Rechtskurve. Entschuldige. Also komplett nach außen, bis vor die Wand. Ja. Riesen Rechtskurve, wirklich fast einmal rum. Nächste Möglichkeit, die du siehst, machst du wieder einen U-Turn, beschreibst einen Weg nach links. Ja, links rum oder rechts rum, den U-Turn? Geht ja nur rechts rum, weil ich hier außen bin. Genau. Rechts rum den U-Turn. Dann nächste Möglichkeit, die du siehst, links rum den U-Turn und dann dem Korridor folgen bis in die Mitte, dann stehst du in der Mitte. Also geradeaus, los. Und die Riesenlinkskurve, weiter, Riesenlinkskurve, riesengroß. Kannst Luftlinie lauern, also kannst optimal, ideal dann laufen. Kommt der U-Turn rechts rum. Genau, U-Turn rechts rum. Ja. Und jetzt kommt direkt als nächste Möglichkeit links wieder U-Turn. Und jetzt gleich bist du in der Mitte und da ist dann das letzte Kreuz. Ja! War das ätzend. Ja. So, ich weiß jetzt nicht, wo du bist. Ich gehe jetzt zurück in meinen Raum. Ich bin eingesperrt. Als Dank. Ah ja, hier ist der nächste Raum frei.
Hier ist your Sperm. Bitte sag mir nicht, dass die Lava ansteigt. Okay, mehrere Banner, umgeworfene Tische. Sieht das nur so aus? Korridor war mehr. Ich glaube, es sieht nur so aus. It's just the illusion of being naked. Soll ich dir erzählen, was ich sehe? Ja, solange ich laufe, auf jeden Fall. Ich habe wieder zwei, wie ganz am Anfang vom Spiel, habe ich zwei so Würfeldinger wie am Spielplatz, die man drehen kann. Da sind Symbole drauf. Das wird doch mehr da. Oh! Okay, ich kann die aber nicht drehen. Ich kann nur die Gegenstände beschreiben. Ist ja, links, ich habe hier so, ja genau. Pass, links, links sind drei Symbole. Ja, und rechts auch. Und rechts sind zwei. Hey, ich seh dich. Guck mal hier. Oh, hi. Hier links ist aber ein großer leuchtender Pfeil, der auf ein Dreieck mit einem Kreis in der Mitte zeigt. Ja, ist das oben in der Mitte oder unten? Das ist noch über den drei Symbolen. Ich kann die drehen. Siehst du das, dass ich die drehe? Ja. Ja. Was heißt das? Ich musst du das? Ich weiß nicht, wie ich die drehen soll. Feuer! Keine Ahnung, dreh mal weiter. Den oberen. Okay, jetzt habe ich den Unterrutsch schon verdreht. Ist doch egal. Nein, hier auf der Seite, auf der anderen. Oh, sorry. Weiter. Ja, das ist alles nicht, was ich sehen möchte. Ich verstehe es nicht. Machen wir das untere? Mittlere, genau. Auch das hilft mir absolut nicht weiter, ganz unten. Okay, das sagt mir alles nichts. Mal, ob es bei mir irgendwo Hinweise gibt. Wieso bin ich eigentlich immer der, der in Gefahr ist? Weil du der Peasant bist. Ah, stimmt. Peasant. Oh, hier ist ein Buch, aber das kann ich nicht lesen. Kann ich lesen. Ich habe auch keine Hinweise hier bei mir, so. Hier irgendwelche Symbole, die sich gleichen. Der untere hat überhaupt kein Symbol drauf. Also haben die bei dir keine Symbole? Der untere hat keine. Der mittlere schon. Der obere? Ja. Der obere hat bei mir auch Symbol. Bei mir haben alle ja. Symbole. Kannst du irgendwie dieses Dreieck mit dem Kreis in der Mitte herstellen? Wirklich ein ganz normales Dreieck mit dem Kreis in der Mitte. Die Spitze nach oben zeigt. Ja, das ist jetzt bei mir oben. Ja, das war alles, was ich dir sagen kann. Wer ist hier nicht? Also, kann ich hier noch was lesen? Ist hier noch sonst irgendwo irgendwas? Sonst kommt auch ganz schön nah, dieses Feuer. Ich verstehe es nicht. Ich auch nicht. Ich kann es dir echt nicht sagen. Dann aber muss noch was bei dir sein. Die Clues sind doch so obvious eigentlich. Ich gucke noch mal in dem anderen Raum hinten, ja? Ja. Die ist auch wieder locked, die Tür. Hier sind zwei Ritterrüstungen. Ich kann halt nichts damit machen. Das ist mein einziger Clou, den ich habe. Ein Dreieck mit einem Kreis in der Mitte und da zeigt ein leuchtender Pfeil drauf. Ein leuchtender Pfeil? Ja. Also bei mir links, bei dir die rechte Seite ist definitiv die, mit der man was machen soll, aber... Ja gut, ich kann eben nichts interagieren, also... Ja, ich auch nicht. Ich suche die ganze Zeit. Hier sind nur zwei abgeschlossene Türen. Drei abgeschlossene Türen. Pardon me. Oben drüber hängen keine Symbole, unten drunter sind keine. Ich habe schon crouched. Guck. Mit Särgen kann ich jetzt machen. Dieses Buch hier kann ich nicht lesen. Ich kann hier drin nichts tun. Es ist doch auch nicht so, dass man sich irgendein Bullshit merken muss. So kann ein Spiel einen doch nicht softlocken. Nee.
mir nochmal die Symbole an. Warum sind denn rechts bei mir nur zwei Symbole zu sehen und bei dir alle drei? Welche Symbole sind denn rechts bei dir zu sehen? Oben sind Vierecke mit verschiedenen Ausrichtungen. In der Mitte sind so... Parallelogramme? Nee. Das sind immer Linien, die quasi so Gefäße darstellen, wenn ich das mal dumm sagen kann. Also drei Linien mit Kreisen dabei. Okay. Und unten ist einfach nichts. Hier habe ich habe auf der anderen Seite habe ich ganz unten Parallelogramme, in der Mitte auch wieder Vierecke und oben Kreise. Auf welcher Seite bist du jetzt? Auf der hier. Ja, was ist da unten Parallelogramme? Aha. Okay, was für welche? Eins, was ich jetzt sehe, ist eins, das aussieht wie eine Schüssel mit irgendwas gefüllt. Mit einem kleineren Parallelogramm quasi. Ja. Einfach wie eine Schüssel voller Suppe. Es wird ganz schön heiß hier drin. Ja, Herrn, ich weiß es nicht. Ich weiß es auch nicht. Einer von uns muss was übersehen haben. Also, sind das Trapeze oder Parallelogramme? Da ich nicht weiß, was ein Parallelogramm ist. Ein Trapez. Okay, das Trapez... Das sind Parallelogramme. Ja, dann sind die auf der anderen Seite. Also pass mal auf, ich habe auf meiner linken Seite, auf deiner rechten Seite, habe ich oben Variationen von Trapezen. Das ist bei mir auf links. Ja, ich habe in der Mitte Variationen von Parallelogrammen. Und unten Variationen von halbfertigen Kreisen und halbfertigen Vierecken. In bestimmten Kombinationen. Ah. Ja? Oh. Das ist bei mir auf der Link. Excuse me while I go to baby hack. Ah. A burning sense of dread. Ist das quasi, wir müssen beide dasselbe sehen, nur seitenverkehrt? Aber so dumm sind wir doch nicht. You underestimate my power! Drück mal retry. Ach, sorry. Warte mal, an der Stelle nehme ich nochmal eine kleine Aufnahmepause und dann... Das sieht ja fast schon ganz kleines bisschen aus wie das Finale. Ja. Was ich nicht hoffe. Naja, wir werden es ja sehen. Wir hätten auch in dieser Zeit einen Viertelkampf Divinity machen können, ne? Stimmt. Ein Achtel-Encounter. Eine Seitenquest, wo wir einen Hund retten vor einer Katze. Wir hätten uns mit einer Kakerlake unterhalten können. In Tiersprache. Ah. Waiting for other player. Ich weiß auch nicht, warum das Laden immer so lange dauert. Playing for other waiter. Weißt du, welches GIF ich auch, welches Meme ich auch vermisse?